Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt's den vierten Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Im heutigen Walkthrough gibt's eine Menge zu sehen, deshalb werde ich das Ganze auch wenig kommentieren und sag sofort viel Spaß dabei. Neville? Ich wusste, du kommst. Der Raum der Wünsche. Das ist der einzige Weg rein und raus. Es wimmelt hier nur so von Todessern und Dementoren. Wie schlimm ist es, Neville, mit Snape als Schulleiter? Hab ihn kaum gesehen. Man muss sich vor den Carrows in Acht nehmen. Sie sind zuständig für Disziplin. Sag den anderen Bescheid, dass Harry zurück ist. Gut, wie lautet der Plan, Harry? Hier im Schloss ist was versteckt, das mit Ravenclaw zu tun hat. Es könnte uns helfen, du weißt schon, wen zu besiegen. Irgendeine Idee? Rowena Ravenclaws verschollenes Diadem. Es ist eine Art Krone. Es ist seit Jahrzehnten verschwunden. Harry, Snape weiß, dass du in Hogsmeade warst. Er lässt alle in der großen Halle zusammenkommen. Jetzt! Ich habe erfahren, dass Harry Potter in Hogsmeade gesehen wurde. Wir haben Verteidigungsstrategien entwickelt, um sicherzustellen, dass Harry Potter nie wieder einen Fuß nach Hogwarts setzt. Wie es scheint, haben Sie ein Sicherheitsproblem. Und ich fürchte, es ist wirklich gravierend, Herr Direktor. Wie können Sie es wagen, Dumbledores Platz einzunehmen? Sagen Sie ihm, wie Sie ihm in die Augen gesehen und ihn ermordet haben. Sagen Sie es! Hältst dich wohl für mutig, hierher zu kommen, was? Dumm wäre wohl treffender. Amykus, bring ihm ein wenig Respekt bei. Mit Freude. Respekt? Stupor! Ich denke, wir sollten Gryffindor ein paar Punkte abziehen. Was denkst du, Amykus? 30 Punkte müssten reichen. Versuch, dich zu verstecken. Du kannst dich nicht verstecken, Junge. Versuchst du, dich zu verstecken, Potter? Alex, du, sprich mit dem Jungen. Er muss bestraft werden. Was soll das, Potter? Stellen Sie sich dem dunklen Lord nicht in den Weg, Minerva. Gut, Harry. Ich kümmere mich um Professor Snape. Sie sind ein Feigling, Severus. Das waren Sie schon immer. Stupor! Seien Sie vernünftig, Minerva. Drohen Sie mir nicht! Expulso! Also.
Es ist noch nicht zu spät für Sie, Minerva. Harry Potter steht unter meinem Schutz. Sie können nicht gewinnen, Minerva. Strapazieren Sie nicht meine Geduld, Severus. Sie können nicht gewinnen. Potter hat schon immer Ärger gemacht. Es ist noch nicht zu spät, Minerva. Feigling! Feigling! Wie es scheint, ist unser Schulleiter verschwunden. Ich werde niemandem etwas tun. Gebt mir Harry Potter und ich, Voldemort, lasse Hogwarts unversehrt. Gebt mir Harry Potter und ihr werdet belohnt werden. Ich denke, es gibt einen Grund, warum Sie zurückgekommen sind, Mr. Potter. Was brauchen Sie? Zeit. Zeit, um das Diadem von Ravenclaw zu finden. Tun Sie, was Sie tun müssen. Wir sichern das Schloss. Longbottom, Miss Weasley, Finnegan, ich habe Arbeit für Sie. Sie wissen sicher, dass wir, du weißt schon wen, nicht daran hindern können, herzukommen. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht aufhalten können. Pietotum locomotor. Hogwarts ist in Gefahr! Bewachen Sie die Grenzen und beschützen Sie uns! Protego Maxima! Harry, es spielt keine Rolle, ob wir die Horcruxe finden. Es sei denn, wir können sie zerstören. Du hast Riddles Tagebuch mit einem Basiliskenzahn zerstört. Und wir wissen, wo wir ihn finden können, oder? Wir gehen in die Kammer des Schreckens. Okay, nehmt die Karte des Rumtreibers mit. Dann könnt ihr mich finden. Das war das Ende von Kapitel 3, ein Sicherheitsproblem. Und jetzt befinden wir uns in Kapitel 4, der Basiliskenzahn. Von nun ab steuert ihr Hermine durch die Kammer des Schreckens, die den guten Ron vor Spinnen beschützen muss. Lumos! Ich hätte nie gedacht, dass ich je wieder herkommen würde. Was immer dort unten ist, wir müssen einfach nur den Basiliskenzahn besorgen. Trolle, Todesser, Slytherins, alles egal, nur keine Spinnen. Stupor! Hermine, was ist das? In diesem Abschnitt des Spiels habe ich ungefähr 2 oder 2,5 Minuten herausgekürzt. Das seht ihr immer, wenn das Bild so überblendet. Aber was vom Gameplay verpasst, habt ihr dabei eigentlich gar nicht. Denn es geht hauptsächlich darum, immer hier Ron durch die Gänge zu folgen. Ihr seht, der ist nicht unbedingt der Schnellste. Und auch die Szenen mit den Spinnen wiederholen sich des Häufigeren. Sollte Ron euch einmal abhanden kommen und dann doch von den Spinnen überfallen werden, ist das nicht wirklich schlimm. Ihr startet das Level wieder an einem gewissen Speicherpunkt. Ron hat von da an wieder eine volle Lebensenergie. Und so spielt sich das eigentlich relativ locker durch die Verliese hier. Also. Halte sie mit Protego zurück! Können wir schnell weiter?
untypisch. Ich werde diese Tür öffnen. Halt mir den Rücken frei. Geschafft! Endlich! Gut gemacht, Ron. Je schneller wir einen Basilisken besorgen, desto besser. Das müssen die lang vermissten Verwandten von Aragog sein. Nun, es ist genauso dampfig, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich sehe nichts. Also, das ist mir geliefert. Verflixt, das scheint schwierig zu sein. Derselbe Plan? Okay. Sie bewegt sich langsam zum Glück. Es ist fast geschafft. Des Schreckens. Ich bin noch nie hier gewesen. Hermine, du machst das. Tu es, Hermine. Ja, ich fand, das war jetzt heute ein ganz schönes Video zum Anschauen, weil einfach viel passiert, viel Handlung dazugekommen ist, ihr zum ersten Mal einen anderen Charakter steuert. Und hier seht ihr jetzt ein neues Gameplay-Element, wo ich gerade Hermine sterben lasse. Das seht ihr dann vielleicht im nächsten Video. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, klickt doch ein Abo. Bis zum nächsten Mal und haut rein.